Willkommen zu einer weiteren Folge Wild West Dynasty und ich stehe hier vor unserem selbst reparierten Lagerhaus. Hab ich sehr stolz drauf und jetzt soll ich mit Owl sprechen, sehe aber gerade das Gebäude da oben. Wo ist Owl? Die ist da, die setzt sich auf den Stein. Das Ding ist, ein paar Minuten ist immer noch da, deswegen, Moment mal, laufen wir da mal hoch, das interessiert mich jetzt. Da könnte ich doch wohnen, das wäre doch schön. Da hätte ich schönen Überblick über meine Siedlung. Bin ich mal gespannt. Kommen wir da irgendwie hoch? Ja gut, der Weg ist jetzt nicht... Ja doch, eigentlich ist er ganz gut. Oh Gott, da geht ihm gerade die Puste aus. Ja, ist aber auch steil hier. Und Kaktusfrüchte soll ich noch finden. Naja, das werden wir schon noch. Das werden wir schon noch. Ja. Ich würde sagen... Das ist... in einem doch sehr... passablen Zustand. So, was findet man denn in der Anzeige unter Haus mit Potenzial? Ne, da kann man was draus machen. Ich weiß nicht, ob man es ausbauen kann, aber hier oben wohnen wäre schon geil, oder? Guck mal, da ist gar noch was drin. Bowlerhut, den nehmen wir mit. Geil, das ist auch so ein Ding, wie Bud Spencer mal hatte. Ey, das setze ich mir gleich auf. Die Crackers, die nehme ich mit. Ob die noch gut sind? Ich weiß nicht, aber das ist ja trocken. Ein schönes Bierchen, ja. Das schöne Feierabendbierchen. Boah, ist das geil. Guck mal, wie. Da kann ich hier komplett drüber gucken. Da weiß ich immer, was Sache ist, ob die alle arbeiten. Das ist richtig gut. Okay, dann wieder runter mit Owl sprechen. Warte mal, ich wollte den Hut aufsetzen. Ich habe gar keinen Hut auf. Ich wollte gerade das Brot aufsetzen. Nein, das geht nicht. Aber warte mal. Ich muss wieder den Controller rausziehen. Weil es mit den Tasten mal so ein bisschen. Ja. Perfekt. Warte mal, wo war denn das? Yes, jetzt bin ich's. Ah ja, gut. Von der Statur nicht ganz. Aber ein Hauch von Bud Spencer. Ja, dann sprechen wir jetzt mit Owl. Und was habe ich gesagt? Owl sitzt immer noch am Feuerchen und macht gar nichts. Das darf der Captain alles machen. So, wir gehen mal lieber. Sonst kriege ich ja noch einen Herzinfarkt. Okay, Owl. Fertig, ja genau, fertig. Vielen Dank. Sieht stabiler aus als die alte. Ja, finde ich auch. Welche alte? Wem seine alte? Gibt es irgendetwas Bestimmtes, das du herstellen möchtest? Ein Bett. Ah, ein Bett? So eins, wie wir im Haus meines Vaters hatten. Ich dachte, vielleicht erinnere ich mich dann an die guten alten Zeiten. Nein, daran, was in der Nacht passiert ist, als er gegangen ist und warum meine Mutter fort war. Ich war zu jung. Die Erinnerungen sind vernebelt und seltsam. Ich werde dir helfen. Natürlich baue ich den Bett. Ich mache alles. Warum hält die sich im Bau? Also ich habe damit nichts zu tun. Ich habe es gezeichnet. Sieh es dir an. Wir brauchen Bretter und Hasenfelle. Also ich glaube, für so ein Bett, wenn das für die Matratze sein soll, brauchst du sehr viele Hasenfälle. Außer die Hasen sind hier ein bisschen größer. So groß wie das Pferd da hinten. Ich kann ein paar Hasen in Fallen fangen. In der Nähe gibt es eine ganze Menge. Ich werde ein paar Pilze sammeln. Wir können sie mit dem Fleisch zusammen kochen. Das klingt gut. Gute Idee. Klare Rollenverteilung. Sie kocht und ich jage. Einfaches Bett, haben wir jetzt den Plan bekommen. Untersuche das Schema. Das machen wir zuerst. Da, Bett. Untersuchen. So, da drehen wir es mal hier so rum. Lernen ein bisschen was drüber. Wie wir das herstellen. Und dann haben wir eigentlich alles. Ja, alles gelernt. 3 Hasenfälle nur und 6 Bretter. Das hätte ich eher anders gedacht. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich Hasenfallen aufgestellt? Ich glaube nicht. Dann, warte mal. Dann. Ja, genau. Dann stellen wir doch welche her. Wir brauchen... Hier war es nicht. Ach, wo waren denn die Fallen? Da? Nein. Moment. Bauen und herstellen. Genau, hier war es. Hasenfallen. Ja komm, stellen wir mal... Das sieht so, ist das eine... Ach, das ist auch eine Hasenfalle. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Wie viele Fälle habe ich denn gerade? Und wo finden wir das? Wo sind Fälle? Da können Fälle eigentlich nie bei sein. Bei Kleidung macht das ja keinen Sinn. Hasenfell. Ich habe doch 3 Stück. Ja, sauber. Untersuche, habe ich gemacht. Gehe zur Lichtung. Was finde Lichtung? Okay. Möchte die App da oben stehen haben? Das mache ich gerne. Kein Problem. Wenn die gern unter freiem Himmel schläft. Ich nehme dann das Haus da drüben. Naja, wobei. Das ist irgendwie auch unter freiem Himmel. Das ist... Ey, das ist aber cool hier, ne? Das ist schon schön.
Das ist schon... Oh. Oh. Habe ich denn schon ein Messer? Kann ich den... nee, für ein Messer habe ich noch kein Schema. Aber wenn hier ein toter Wolf liegt... Das muss ja auch einer gemacht haben, ne? Sag mal, wo soll ich denn jetzt hin? Ja, gehen wir mal runter, aber... Ah, okay. Nee, hierhin auch nicht. Hier ist niemand. Ich habe eine Eisenaxt. Na, frage doch nicht lange. Achso, das sind ein bisschen mehr Steine. Oh, Nägel, sehr gut. Aber ich glaube, ich komme langsam an mein Tragelimit. Aber ich könnte dann, ja, leckeres Ei, 7 Eier. 12 Hasenfelle. Bisonfleisch. Oh, hier so ein Teekesselchen. Das wäre ja auch ganz nett. Ja, hier ist keiner. Ich nehme das mal mit. Aber warum soll ich da vorne eigentlich hin? Ich glaube, ich werde mal ein paar Steine ablegen. Ich habe einfach zu viel. Ja, 29 Steine. Fallen lassen. Ja, machen wir hier so. Liegen die eigentlich dann irgendwo? I don't know. Habe ich sie überhaupt fallen lassen? Warte mal. Ich bin nur noch... Ja, habe ich fallen lassen. Viel hat das nicht gebracht. Warte mal. Lass mal nach Gewicht sortieren. Kann man das? Ah, schade. 1,5 Kilo. Aber das ist schon das, was das meiste Gewicht hat, ne? Nee, warte mal. Moment, das ist Stück. Ist Stück. Und ich habe 29 Bretter. Das ist nicht für alle. Das ist pro Stück. Ja, komm, mach nochmal ein paar. Naja, es sind wahrscheinlich die Bretter. Oh, und ich möchte ungern Bretter fallen lassen. Hasenfelle schon gar nicht, aber die sind sogar noch schwerer. Und wie ist meine Tragekapazität eigentlich gerade? Ich trage 102,73 von 100 Kilo. Könnte ich nicht irgendwas anderes? Stöcker, hier, guck mal. Da kannst du gern fast... Na, gar nicht kommen. Hau alle weg. Ja, gut. Jetzt geht's wieder. Schade um die Stöcke, aber die finde ich ja permanent. Okay, jetzt gehe ich hier zur Lichtung. Und nun? Ach, hier soll ich die Hasenfallen platzieren. Das ist ja super. Das kann auch mit Kessel. Hallo, das kann ich mir niemals merken, wenn ich hier Fallen hinlege. Vor allen Dingen 5 Stück. Ja, okay, dann lass mich raten. Dafür brauche ich Garantie.
So, einen haben wir noch. Dann nehmen wir den hier. Stelle Bretter her. An deiner Werkbank. Ah, okay. Heimwerker. Meine Werkbank, die ist ja bei Owl im Haus. Jetzt müsste ich aber auch Baumstämme haben. Flammenblume. Bretter. Ich habe 29 Bretter. Können wir das nicht gelten lassen? Na gut, komm. Ja, noch kann ich mich bewegen. Ja, immer schön ins Bein rein. Das ist wichtig. Immer ins Bein. Jawohl. Okay. Ja, komm. Nehmen wir den noch mit. Und dann gehen wir mal zurück. Wo ist diese Lichtung? Kann ich das... Kann ich eigentlich selber eine Markierung setzen? Spielermarkierung, ja. So. Da ungefähr muss ich wieder zurück. Das wird jetzt auch langsam dunkel. Das finde ich nicht so gut. Und wo bin ich nochmal hergekommen? Da ist eine Brücke. Nee, ich bin doch von oben. Ja, ich bin doch von hier oben runter, klar. Genau. Hier bin ich hin. Da habe ich erstmal schön alles ausgeraubt. Jawohl. Habe ich auch schön komplett gemacht. Sauber. Genau. Ach ja, das war das. Hier oben rüber. Kannst du mal die Axt wegpacken? So. Das Geschwinge, das geht ja so ein bisschen auf den Nerv, ne? Tü-tü-tü. Runterspringen, glaube ich, nicht gut. Oh, er ist aber auch. Ist also echt eine Mimose, ne? Hallo, Wolf. Ich hole dich später. Wenn das dann noch geht. Okay, dann stellen wir mal Bretters her. An der Werkbank. Wo ist denn Owl? Ah, da ist sie. Vertritt sich mal die Beine, bevor sie sich wieder vors Feuer setzt. Hoppala. Okay, interagieren. Wir brauchen... Bretter. Okay, ich mache mal 6. Jo, habe ich gemacht. Sieh nach den Fallen. Das ist ja eine kleine Beschäftigungstherapie. Aber ich werde jetzt erstmal... Ich will die Tür mal aufmachen mit der Taste. Brauchen wir gar nicht. Ich werde jetzt erstmal... Da müsste ja eine Kiste sein, ne? Da werde ich mal ein bisschen was reinpacken. Denn so langsam wird das schwer. Das Leben. War hier nicht irgendwo? Lagerverwaltung. Okay. Ja, 41 Bretter. Die packen wir auch gerne komplett einmal hier rein. Ja, ein Stein ist nicht mehr viel. Genau. Elch, da hast du recht. So, weiß. Ja. Und die Felle werden wir auch mal wegpacken. Und die ganzen Klamotten. Genau, der abgetragene Wintermantel. Die ganzen Klamotten, die brauche ich ja nicht. Und wo sind meine Felle? Nee. Warte mal, das Gewehr kann eigentlich auch weg. Denn ich habe ja auch nur eine Patrone. Das bringt mir ja herzlich wenig. Hasenfleisch habe ich ein bisschen. Diverse Lebensmittel. Ja, die Eier packen wir mal rüber. Die muss man ja nur auch nicht die ganze Zeit mit sich rumtragen. Hasenfleisch, das behalte ich mal. Die Feldflasche auf jeden Fall. Unbekanntes Essen sollte ich mal essen. Ob es gut wird, weiß ich nicht. Es sieht ein bisschen durch... es sieht ein bisschen schon durchgekaut aus. Ja, das muss man schon sagen. Okay, und 25 Pilze. Sie haben nicht viel Gewicht. Aber trotzdem. So, jetzt kann ich wieder wie so ein junger Gott laufen hier. Weißt du was? Warum? Warum? Warum soll ich mich abquälen? Komm. Wie hot. Dem Sonnenuntergang entgegen. Jawohl. Also bitte nicht abstürzen hier. Ja? Vielleicht nachher mein Pferd. Das wäre unschön. Das wäre wirklich sehr unschön. Denn es hat nichts gekostet. Zack. So, ja, okay. Da, bei den gefällten Bäumen. Da brauche ich keine Hey! Wer ist das denn? Ey, wehe, du klaust mir ja meine Felle, mein Freund. Oh, da können wir lecker was zu essen machen, ne? Hallo? Ach, da ist noch nichts. Na, da muss ich noch warten. Nee, es wird hier noch nichts rein. So, reden wir mal. Ah, das sind deine. Guter Fang, sehr guter Fang. Ja, es bleiben auch meine. Du hast schon ein paar davon gestohlen, oder? Ich würde nie... Gib sie zurück, sofort. Ich habe sie nicht genommen. Und ich habe auch sonst nicht viel. Okay, ja, dann glaube ich dir das mal. Ich nehme, was immer du hast. Oh. Schon gut, schon gut. Ich will keinen Ärger. Wer bist du?
Mein Name ist Granger, ich bin Bauer. Warum begegnen mir mitten im Wald ein Bauer, der meine Fallen inspiziert? Ich war ein Bauer. Das wäre vielleicht zutreffender. Was ist passiert? Die Leute sagen, es waren Geisterreiter. Ja, das sagen die irgendwie alle hier, weil kann ich nicht so gut glauben. Ich sage, es waren Banditen. Sie haben Paradise niedergebrannt und alles gestohlen. Ja, also mit der Version kann ich auch besser um. Wir haben vorher Geschäfte mit den Menschen dort gemacht. Jetzt musste mein Sohn unsere letzten Ernten woanders verkaufen. Nenn mich ein Feigling, aber ich wollte nicht alleine auf dem Hof bleiben. Allein im Wald zu sein ist sicherer? In dieser Gegend? Wahrscheinlich ja. Aber nein, ich habe mich den Flüchtlingen angeschlossen. Ich brachte unsere letzte Kuh mit. Aber da wir sie schlachten mussten, gibt es nichts mehr, das ich beitragen könnte. Ich kann dir beibringen, wie man diese Fallen baut. Ich hatte gehofft, ich könnte es lernen, indem ich sie mir näher ansehe. Danke. Also irgendwie ist das, glaube ich, auch nicht so schwer, ne? Ein paar Stöckchen, Stein und fertig. Wie kommt es, dass sie keine Bauern brauchen? Es gibt genügend andere, die die Feldarbeit machen können. Und sie sind jünger und stärker. Ah, deshalb. Ah, so. Ja. Komm zu uns nach Ghost Town. Hey, hallo, darf ich das mal selber entscheiden? Das Spiel entscheidet einfach, wen ich hier einlade. Wir bauen die Stadt wieder auf und Feldarbeit ist etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Ich könnte jemanden gut gebrauchen, der sich damit auskennt. Und du wärst nicht allein. Meine Söhne werden auch helfen, wenn sie zurückkommen. Ganz bestimmt. Ja, ich werde zu euch kommen. Ja, wir sehen uns dort. Na, ist ja toll. Ist ja prima. So, was ist hier mit der Falle? Ja, schön. Haben wir die Zeit wunderbar überbrückt. Dann gehen wir zu Owl und die wird sich riesig freuen, dass wir bald Nachwuchs bekommen. Also, nicht so, wie ihr das denkt vielleicht jetzt. Ja, dann brauche ich aber bestimmt Unterkünfte. Vielleicht bauen wir dann... Ach ja, schön. Ach, schön mit dem Knie gegen Stein. So, Owl. Ich habe Neuigkeiten. Die werden dir gefallen. So, komm her hier. Was pflückst du da? Das ist nur Unkraut. Bleib mal stehen. Wir müssen reden. Hier ist das Fleisch. Als nächstes kümmere ich mich um das Bett. Ich werde einen Topf für uns kochen. Klingt gut. Gib vielleicht etwas mehr Wasser dazu. Wir erwarten einen Gast. Einen Gast? Oder möglicherweise einen dauerhaften Anwohner. Sein Name ist Granger. Du kennst ihn vielleicht? Als ich noch ein Kind war, hat er mich immer mit einer Mistgabel davongejagt. Okay, sie hat schlechte Erfahrungen mit dem gemacht. Er hat behauptet, ich hätte seinen Mais gestohlen. Du willst ihn nicht hier haben? Das habe ich nicht gesagt. Wenn wir hier auf Dauer überleben wollen, werden wir mehr brauchen als jagen und sammeln. Landwirtschaft wird uns helfen. In Ordnung. Ich gebe ein paar mehr Pilze hinzu. Danke, Owl. Ja, wirklich, danke, Owl. Oh, ist schön so, ne? Also Stimmung ist ja schon schick, ne? So, die Sonne geht da unter. Das Feuerchen. Und wenn jetzt noch neue Questraum in Erinnerung weggeht, dann ist es wirklich schön. Owl hält sich wieder im Bauch. Ich mache mir Sorgen. Okay, ich stelle ein einfaches Bett her und das soll ja bestimmt dann, das ist schon ein einfaches Bett. Warte mal, zeig dir mal, wo ich das hinbauen soll. Achso, ich soll es erstmal herstellen. Stellen wir es doch erstmal her, Captain. So, Farben, nö, alle Gegenstände. Ein einfaches Bett. Brauche ich 6 einfache Bretter. Ich könnte auch mal meine Laterne, wenn ich die jetzt finde, oder nehme eine Fackel, ist auch gut. Weil irgendwie leuchtet mir das voll ins Gesicht. Okay, also 6 Bretter. Es wäre natürlich schön, wenn das Dings auf, also die Werkbank darauf zugreift hier, aber es ist, wie es ist. Das wäre auch völlig unrealistisch, wenn ich da einfach drauf zugreifen könnte. Na ja, gut. Oh, hoppala. Interagieren. Bauen. Einfaches Bett. Da geht mir glatt das Licht aus. Sehr schön. Sprich mit Owl. Owl, ich habe ein Bett gemacht. Oh. Wo? Da ist sie. Alles fertig. Siehst du an. Es sieht genauso aus wie die wir früher hatten. Und ich... Das Essen ist fertig. Ist. Es riecht köstlich. Meine Mutter hat früher so für uns gekocht, wenn wir krank waren. Hat es funktioniert? Bei meinem Vater? Ja,
Er hasste Huhn. Das hat ihn immer nur noch kranker gemacht. Sie hat das Rezept für ihn verändert. Ist das eine weitere Erinnerung, die du aufleben lassen willst? Nein, es ist nur ein guter Eintopf. Okay, ein guter Eintopf. Geh ins Bett. Kann ich dein Bett nehmen, sag mal? Darf ich? Ich nehme jetzt einfach dein Bett. Gute Nacht, lieber Owl. Wo auch immer du schlafen wirst. Okay, kehre zu Owl zurück. Ich sollte zum Abend. Bis zum Abend warten. Mit was denn? Mit Raiden? Nein. Aber was? Ich glaube, was essen wäre gut. Flammblume? Nicht unbedingt. Ich werde jetzt erstmal das hier essen. Lustig, es sagt immer noch A da unten, obwohl es E ist. Und, ja, das ist ja eigentlich die Controller-Steuerung. Ich hab... Richtig, ich habe den Stecker nicht richtig rausgezogen. Deswegen, warte mal, das müsste sich jetzt ändern. Ah, jetzt besser, okay. Mein Fehler. Oh Gott, ey, wie viel soll ich denn davon essen? Hat das von Owl Hasenfleisch gebraten? Ja, okay. So, jetzt sind wir... Alter, was ist los mit dir? Ist dir kalt? Ist ihm kalt? Erfrieren. Junge. Weil es hier morgens ein bisschen frisch ist, oder was? Ja, komm, zieh mir eine Jacke an. Dann ziehen wir eine Jacke an. Pauls Jacke. Und dann sollte es mal reichen. So, wo ist die Klamotte? Da. So, tragen wir Pauls Jacke. Ja, jetzt besser, ne? Jetzt schön warm. Herrlich. So, reden wir mal. Ah, das ist Granger schon. Lass mich raten, das ist das Ding, was wir fertig machen sollen. Du bist aber klein. Man sagt, der erste Traum, den man in einem neuen Bett hat, wird wahr werden. Ich habe geträumt, dass du mich erschossen hast. Ui. das könnte passieren. Nein. Nun, ich habe sowieso nie daran geglaubt. Nee. Hast du etwas geträumt? Ja, ich habe geträumt, dass ich dich erschossen habe. Nein, Quatsch. Ja, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Hast du dich an etwas erinnert? Etwas von deiner Familie? Sie hat doch gerade gesagt, woran sie, was sie geträumt hat. Sag mal, hast du nicht zugehört? Ja, meine Mutter war fort. Er wollte sie finden. Es regnete. Das Bett war warm. Seine Hände waren kalt, zitternd. Er hat vergessen, die Laternen mitzunehmen. Das hilft nicht, aber die Erinnerungen sind jetzt klarer. Das ist wenigstens etwas. Das ist es. Danke. Granger ist hier. Du solltest mit ihm reden. Und wenn er bleibt, braucht er ein Zuhause. Ja, das werde ich. Der gute Granger braucht ein Zuhause. Ja, ja, genau, mach mal so ein bisschen mit der Arme. Na, ich muss, zieh dir die Jacke an, habe ich auch gemacht. Es hilft. Willkommen in Ghost Town. Danke, junger Mann. Ich erkenne es kaum wieder, aber vielleicht ist das auch besser so. Einige der Häuser können noch repariert werden. Wenn es dir nichts ausmacht, ist eins von denen zu ziehen, wäre das schneller als ein neues zu bauen. Nein, nein, es macht mir nichts aus. Ich habe beim Bau dieses Hauses geholfen. Mein jüngster Sohn war noch klein. Es eignet sich gut. Wenn mein Freund zufällig darin herumspukt, können wir wieder Karten spielen. Ich werde es für dich reparieren. Danke. Ah, ich habe nicht nach deinem Namen gefragt. Wie konnte das passieren? Ich heiße Ryder, John. Seltsam. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ryder, Das ist schon eine ganze Weile her. Vielleicht hast du von unserem Unternehmen gehört. Es war unter meinem Großvaters Namen, unter meinem Großvater sehr bekannt. Vielleicht. Wie auch immer. Danke, Ryder. Jederzeit. Jederzeit, Kumpel. Okay, ich denke mal, um die Hütte geht's. Warnung, du verdurstest. Ich glaube, wir müssen erstmal was trinken. Wo ist das Fellfläschchen? Besser ist. Am besten gleich wieder voll machen, sonst... Wenn ich das mal unterwegs habe, das Problem. Ja, nicht gut. So, dann können wir das hier... Schema unbekannt. Aber, okay, bin ich mal gespannt. Das Schema ist unbekannt. Ob es bekannt wird, wenn wir das fertig bauen. Mal sehen, ich weiß gar nicht, wie viele Bretter das waren. Stämme nehmen wir auch mal alle mit. Und es waren auf jeden Fall mehr Steine als einer. Kann ich es fertig bauen? Nee. Das Schema ist unbekannt. Okay, also ich muss erst die Schema kennenlernen. Was ist das hier? Das ist nix. Ist die Frage, wo kriegst du jetzt? Repariere
Ein Haus für Granger, ja, mach ja. Würde ich ja gerne machen. Ich kenne das Schema aber nicht. Kenne ich auch nicht. Sägewerk. Ist die Frage, wo kriegst du das her? Repariere, repariere, baue drei Häuser, repariere die Sägemühle, repariere die Scheune. Jetzt ist ja die Frage, ob man diese Baupläne vielleicht, Taxation? Wer klopft denn hier schon wieder? In Taxation findet? Habe ich vielleicht hier irgendwo? Na, hier drinne. Ist hier oben eigentlich überhaupt irgendwas? Nee. Ist leer. Da ist ja nichts. Also ich denke mal, dass wir erstmal nach Taxation gehen. Und da mal gucken. Und nachfragen. Vielleicht weiß da jemand was. Aber wir werden erstmal gucken, dass wir so ein paar Sachen hier rüberbringen. Dass wir vielleicht irgendwelche Quests machen und dann dafür Baupläne bekommen. Oder die kaufen können mit dem Geld, das wir verdienen. Owls Pilzeintopf behalte ich. Das einfache Bett packe ich jetzt erstmal hier rein. Ja, alles, was ich jetzt nicht brauche. Kann ja erstmal weg. Sattel, ja, kann weg. Brauche ich nicht. Ich reite ja auf dem Zossen so, wa? Ja, mach doch mal alle. Mach doch mal. Genau. Feldflasche. Ja, und den Rest nehmen wir mit. Das esse ich weg. Das trinke ich vielleicht mal gucken. Aber nee, komm. Sehr schön. Da muss Orion auch nicht so viel tragen. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Taxation. Und schauen mal, ob wir da vielleicht irgendwas werden. Thema Baupläne. Weil sonst... Ich könnte mit Owl nochmal drüber reden. Habe ich denn noch... Warte mal, habe ich noch irgendeine Quest? Schöne neue Welt. Abgeschlossene Quest. Also aktive Quest ist das hier. Ja. Ich rede nochmal mit Owl. Owl. Was beschäftigt dich? Ich brauche deine Hilfe, ja. Wobei. Aha. Ich möchte ein Gebäude reparieren. Kannst du mir helfen? Ich kann das versuchen. Welches Gebäude möchtest du reparieren? Die Werkstatt... Ja, boah, welches... Warte mal. Die Werkstatt, den General Store, das Sägewerk. Ja, eigentlich die Werkstatt, ne? Gut. Besorge ein paar Materialien und bring sie ins Lagerhaus. Ich kann sie auch selbst sammeln. Aber das wird länger dauern. Danke. Aber es ist ja nicht... Ich will die Scheune bauen. Scheune hat sie nicht im Angebot gehabt. Ja, ich brauche einen Bauplan für eine Scheune. Nee, dann müssen wir... Ja, müssen wir wirklich mal los. Oder hast du vielleicht einen Bauplan, Junge? Bevor ich jetzt hier rumlaufe? Hallo? Ja, das ist geil, ne? Sprich's nicht mehr mit mir. War das jetzt so lange, bis ich das fertig gebaut habe, ne? Kleiner Halunke. So. Okay, sie baut auf jeden Fall jetzt, ich weiß gar nicht, welches Gebäude. Aber sie macht auf jeden Fall was. Das ist gut. Au. Hängen geblieben. Und jetzt... Ah, voilà. Gehen wir einmal nach Downtown Taxation und schauen mal, ob wir da irgendwie einen Bauplan bekommen. Warum ist da ein X? Das ist mein selbstgesetztes X. Obwohl, da habe ich noch eins. Warum? Weiß ich nicht. Ist auch egal. So, ab nach Taxation. Da vorne ist es schon. Mit so einem Pferd ist das schon sehr schön. Geht tausendmal schneller. Sollte man haben. Ich muss noch mal gucken, wo ich Kaktusfrüchte herbekomme. Und repariere ein Haus für Granger. So, dann müssen wir uns hier mal so ein bisschen umgucken. Ich weiß nicht, ob es hier welche Händler gab. Ja, er dreht eh so ein bisschen durch. Alter Schwede, bist du nicht... Geht's noch? Mir ist aufgefallen, dass du versuchst, etwas zu bauen. Was wird das? Ein Gemischwarenladen. Wir müssen den Handel wieder in Schwung bringen. Ich könnte mit ein paar Materialien aushelfen. 40 Bretter? Das ist ja fast nichts. Nö, ist klar. Aber so werden wir bestimmt an irgendwelche Baupläne kommen. 100 Pro. Wer bist du denn? Schau dir meine Waren an. Okay, handeln. Was hat er denn so? Okay, diversen Standard-Stuff. Das habe ich ja schon. Auf Wiedersehen. Okay, das ist nur einfach ein Händler. Also ein wirklich einfacher Händler. Und Mama Jay. Ja, du wirst sowas nicht haben, ne? Wie geht es dir? Ganz gut. Danke, dass du fragst. Kann ich etwas für dich tun? Mehr erfahren? Der Hunger hat mich hergebracht. Ich habe mich nur gefragt, was deine Geschichte sein könnte. Nee, erstmal der Hunger.
Das ist schön. Ich glaube, man bekommt ein paar Mal was. Ah, ich würde jetzt ganz gerne erstmal gehen. Was denkst du über den Sheriff? Er hat uns nie besucht und wir haben nie miteinander gesprochen. Ich habe daher nur eine Meinung über Mr. Reeve, der manchmal vergisst, dass er nicht der Sheriff ist. Okay, ich habe mich nur gefragt, was deine Geschichte sein könnte. Meine eigene Geschichte ist sehr unbedeutend im Vergleich zu der von anderen. Ich lebe. Ich bin bekannt für meine Kochkünste und eines Tages werde ich sterben. Du bist mehr als das. Ich habe einen außergewöhnlichen Mann geheiratet und in meinem anderen Leben hätten wir viele Kinder gehabt. Stattdessen habe ich jetzt euch alle. Oh, ist auch gut. Wer war dein Mann? Er war ein Entdecker. Wir heirateten, bevor er mit der großen Expedition aufbrach. Ich war noch sehr jung und machte mir deshalb keine Sorgen. Er war so ein großer Mann. Ich dachte, dass ihm nichts wirklich Schlimmes zustoßen könnte. Aber es ist ihm etwas zugestoßen, so wie es sich anhört, ja. Ich habe ihn nur kurz nach seiner Rückkehr gesehen. Er war ein Sklave und ich auch. Er durfte seinen Herrn nicht verlassen, trotz allem, was er getan hat. Und ich war gezwungen, anderswo hinzuziehen. Tut mir sehr leid. Es war nicht deine Schuld, nee, das stimmt. Nein, aber... Ich möchte glauben, dass er jetzt glücklich ist. Ich habe Geschichten gehört, dass er sich einem der Stämme in den Bergen angeschlossen haben könnte. Und was ist mit dir? Ich lebe. Und ich bin bekannt für meine... Ja, manchmal treffe ich auch auf neue Gesichter, ja. ich muss meinen Bruder... Was denkst du über... Nee. Lass uns mal zurück. Mehr erfahren. Auf Wiedersehen. Gut. Und noch eine Hühnersuppe. Wunderbar. Sehr schön. Damit kann man leben. Ich werde nochmal mit den anderen Leuten sprechen, gucken, ob ich irgendwie einen Bauplan kriegen kann für die Scheune. Genau. Irgendwo müssen wir den hierher kriegen. Aber das machen wir wahrscheinlich erst nächste Folge. Da werden wir auch die Quest... Vielleicht steckt auch da drin der Bauplan für die Bretter. Das sollte ich vielleicht mal zuerst machen. Für die Scheune. Man weiß es ja nicht. Das werden wir nächste Folge sehen. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Würde mich auch freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.